wird auch Robert Schäfer, der Fahrer des Lambda gefeuert. Pontiac Firebird von MPM Model 106. Fährt Tami Brande auf den 9. Platz nach vorne und jetzt sitzt Marco Marischat auf dem Bumpspot, denn obwohl er hier gerade eben zu früh losgefahren ist, gab es noch eine Zeit für ihn, aber leider keine nennenswerte Verbesserung. Tami Brande, now number 9 in Qualifying. Weiter geht's mit dem Lone Nugget. Rolf Ammann ist jetzt auf Platz 15 zurückgesetzt worden. Der Schweizer hat 6,52 mit dem schwarz-goldenen Chevrolet Coupé.
Praxisbahn, der hat schon eine satte 6-3 hingepfeffert und ist sicher qualifiziert als 12. Da seine persönliche Bestzeit aber im Bereich von 6,24 liegt, will sicherlich auch Robert Jost noch ein bisschen weiter nach vorne. Auf Nummer 15, dem vorletzten Platz, aber er hat es ins Rennen reingeschafft, im Gegensatz zu einigen anderen Qualifikanten. Riesenfreude hier natürlich beim Team von Robert Houston. Persönliche Bestzeit, genau dann, wann er es gebraucht hat, im letzten und entscheidenden Qualifikationslauf. Auf Platz 14 mit einer 6,41 haben wir den extrem gut lackierten